schön. Ganz tolle Farbe. Und die Länge so, ne? Na, wenn du es siehst, wird es dir gefallen, bestimmt. Und was machen wir heute Abend? Hm? Hm? Ich glaube, da will jemand was. Muss Schluss machen. Also, tschüss. Ja, bitte. Guten Tag. Sie wünschen? Ich hätte gerne diesen Hut. Den? Den. Oh, das ist eine Kreation von Jacques de Tour. Rêve d'amour. Liebestraum. Nicht ganz billig. Ich weiß. 399 Mark 90. Wie Sie meinen. €399,90, 10 Pfennig zurück. Danke. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, Entschuldigung. Nanu, steht Ihnen wirklich gut, der Hut. Danke. So ein Hut wirkt manchmal Wunder. Sie denn? Ich bin nicht. Ich meine. Was? Da vorne auf dem Sarg. Na, schon gut, schon gut. Ich habe volles Verständnis. Kommen Sie. Tragen Sie es mit Fassung. Gegeben. Der Herr hat's genommen. Emil Pleitgen, unser verstorbener Freund, war ein reicher Mann, aber auch ein einsamer Mann. Sein Leben war Pflichterfüllung und Entsagung im Dienste seines Lebenswerkes, seiner Firma.
So fassen Sie sich doch. Sie haben ja keine Ahnung. Wer ist denn diese Person, wie die sich aufführt? Nun heißt es Abschied nehmen von seiner sterblichen Hülle. Aber in unserem Herzen wird er weiterleben. Ruhe sanft. Na, wer wird denn? Es wird schon werden. Lassen Sie mich nur machen. Es ist ja nicht... Ich meine... Auf dem Sarg. Im Grab. Oh nein! Da putzen Sie sich erst einmal die Nase. Ja, so ist recht. Das Leben geht weiter. Muss weitergehen. Sie sind doch noch so jung. Ja. Was im einen sein Unglück, ist im anderen sein Glück. Ich sage dir, das war seine Geliebte. Er war nicht nur ein alter Geizkragen, er war auch ein alter Bock. Keine Sorge, das werden wir schon erledigen. Hier ist meine Karte. Kommen Sie morgen früh um 10 in meine Kanzlei, ja? Sie meinen, Sie? Ja, ich bin der Notar, ich kümmere mich um alles. Kommen Sie, um 10. Bitte, wenn Sie meinen. Warum fangen Sie nicht an, wir sind doch komplett. Nein, es fehlt noch eine Dame. Sein Verhältnis, das er uns verheimlicht hat. Wir wollen in seine Erbschaft ran. Bitte schön. Entschuldigung. Also, das ist doch der Gipfel der Bodenlosigkeit. Herr Notar, ich muss doch bitten, diese Person... Diese Person hat unserem gemeinsamen Freund näher gestanden als mancher hier im Raum. Näher gelegen, wollen Sie sagen? Also, ich muss doch sehr bitten. Es ist der ausdrückliche Wunsch meines Mandanten, dass alle bei der Beerdigung Anwesenden... bei der Eröffnung des Testaments dabei sein soll. Fräulein Gierold, Sie bleiben. Mein letzter Wille. Da mir der Gedanke unerträglich ist, dass alles, was ich in meinem Leben geschaffen habe, einmal von meiner lieben Verwandtschaft verprasst werden soll, vermache ich meine Firmenanteile und mein gesamtes Vermögen dem Kinderdorf in Amselbach. Kinder waren schließlich die einzigen, die mich trotz meiner Eigenarten geliebt haben und die mich vermissen werden, wenn ich einmal nicht mehr bin. Sollte jedoch wieder erwarten, irgendein Mensch an meinem Grab Tränen vergießen, so soll ihm das Privatvermögen gehören, das im Anhang im Einzelnen aufgelistet ist. Also, verrückt mal eben! Meine Herrschaft, das ärztliche Gutachten bestätigen, dass mein Mandant bei der Abfassung seines letzten Willens im Vollbesitz seiner geistigen und anderen Kräfte gewesen ist. Eine Anfechtung des Testaments dürfte deshalb aussichtslos sein. Frank Gerold? Ich gratuliere Ihnen. Sie sind eine reiche Frau. Gnädige Frau, guten Tag. Ihr Hut ist fertig. Steht ihn wirklich bezaubernd. Hallihallo, die Post ist da. Oh, Verzeihung. Schicken Sie mir die Rechnung zu? Nach Starnberg oder nach Nizza? Nach Nizza. Hallo? Sie hatten recht. Ja? Ein Hut wirkt manchmal Wunder.